Neulich in Aventurien, ein DSA-Fan-Podcast von und mit Juli Karls, MLB-Rookie, Beerboing, Mischka-RPG und der Koali. Folge 5. Meisterin? Nee, lass mal. Ich spiel lieber. Heute mit dabei Juli Karls, MLB-Rookie und der Koali. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, ihr Lieben da draußen und willkommen zu unserem mittlerweile 5. Podcast, neulich in Aventurien. Unser Podcast rund um die Liebe zu Aventurien, DSA und Rollenspiel. Mit dabei sind heute der Koali und MLB Rookie. Spieler und Meister mit viel Liebe zu Aventurien. Wenn ihr da draußen noch nie was vom Rollenspiel oder Meistern gehört habt und euch fragt, worum geht's, so könnt ihr in unserem ersten Podcast, Aller Anfang ist schwer, ein wenig nachhören, denn da geht es genau darum, wie steige ich ins Rollenspiel ein. Ihr findet dort Tipps zum Meistern und zum Spielen für Einsteiger und als Einsteiger. Heute wollen wir ein wenig das Tiefer der Spielleitung oder der Spielleiterin beleuchten und ein wenig tiefer einsteigen. Ich als Julie darf euch heute ein wenig sozusagen durch den Podcast durchmeistern. Ja, worum geht's heute? Meister oder Meisterin? Nee, lass mal. Ich spiele lieber. Der berühmte Meister oder die Meisterin eines Rollenspiels. Ohne ihn, ohne sie geht es nicht. Aber niemand will es im Endeffekt sein. Alle wollen ja nur spielen. Ist das so? Geht euch das auch so? Spielt der Meister nicht? Jetzt sind alle SpielerInnen an einem Tisch und wir haben halt verschiedene Rollen. Das ist wohl ein Unterschied, aber ist genauso ein Spiel für mich als Meister oder Spielleiter, wie für andere das Ganze auch ein Spiel ist, wenn sie nur einen Charakter oder eine Figur übernehmen. Wie ist es denn bei dir, MLB-Rookie? Spielt der Meister genauso am Tisch? Und wenn ja, warum schrecken so viele zurück zu Meistern, wenn sie doch genauso spielen wie ein Spieler? Also ich sehe es eigentlich genauso, dass der Meister mitspielen sollte. Ich denke auch, dass da hilfreich ist, sich darüber Gedanken zu machen, welche Rollen oder welche Kompetenzen haben die einzelnen Personen am Spieltisch, und die sind dann schon ein wenig anders geartet. Ich glaube, es lohnt sich, Gedanken darüber zu machen, wer welche Rolle einnimmt am Spieltisch und wie man auch die Kompetenzen und die Gestaltung sozusagen des gemeinsamen Spiels auf verschiedene Schultern verteilen kann. Also klar, der Meister nimmt ja auch verschiedene Rollen ein. Er spielt NSCs, von daher ist er rollenspielerisch eigentlich auch genauso aktiv wie die Spieler. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die Spieler eigenverantwortlich sozusagen an der Evozierung der Welt genauso partizipieren sollten wie der Meister mit Beschreibungen und so weiter und so fort. Von daher würde ich sagen, ich würde versuchen, so ein bisschen die Kompetenzen auf den Spieltisch zu verteilen. Bedeutet also, wenn ich das zusammenfassen kann, dass quasi alle miteinander spielen aus verschiedenen Rollen und die Kompetenzen sich aufteilen sollen. Ist es vielleicht dann ein Vorurteil, wenn viele vor den Meistern zurückschrecken, indem sie sagen, da habe ich aber so viel Arbeit mit, da muss ich viel vorbereiten. Ist es so, dass der Meister mehr Wissen und Kompetenzen und der Leitungsführung vorweisen muss in einer Gruppe? Muss er das Rollenspiel zunächst studiert haben, um meistern zu können? Oder die Meisterin? Ich glaube, klassisch war es mal so, dass wenn ich außerhalb des
von dir gewürfelten Würfels gerade. Den kannst du leider nicht sehen. Wenn ich da mal anfangen darf. Also ich glaube, klassisch früher, wenn man sich das mal so durchgelesen hat in alten Regelwerken oder so, ich meine, richtig definiert war es ja nie, wer jetzt wie welche, also Rolle jetzt am Tisch irgendwie hat. Und früher ist halt sehr, sehr viel Arbeit immer an dem Spielleiter in festgeheftet worden. Einfach, weil es meistens auch die Person war, die das Spiel schon kannte und vielleicht auch dann welche andere Menschen mit an den Tisch gebracht hat und dann vormachen konnte, wie es funktioniert. Das heißt, irgendwie meistens war es so, dass der Spielleitende irgendwie so dann so war, dass es dass die Regeln gut kannten und dann halt immer im Zweifel immer entschieden haben und immer genau vorgeben konnten, so und so ist die Welt und ihr MitspielerInnen, ihr dürft dann ihr dürft das dann von meinen Lippen lesen und euch da irgendwie einbringen. Aber ich glaube inzwischen, wenn man älter wird, ein bisschen Erfahrung sammelt im Rollenspiel, dann weicht sich das Ganze ein bisschen auf. Und man kann durchaus auch ein Spiel leiten, von denen man relativ wenig Ahnung hat. Also es hilft immer, sowohl als Spieler als auch als Meisterin, dass man Kenntnis von den Regeln hat, zumindest grundlegend. Aber ja, ich kenne das zum Beispiel von mir oder von Mischka, der macht das auch ganz gerne, wenn man einen am Tisch hat oder eine, die so der Regel oder die Regelguru ist. So, wo man dann sagen kann, ich weiß das jetzt gerade nicht genau, wie es funktioniert. Du da, lebendes Regelwerk. Wie geht das denn? Und dann hat man das, was der Rookie gerade sagte, ja direkt schon gemacht. Man hat also dann jemand anderem quasi die hohe Kompetenz des In-Depth-Wissen vom Regeln abgeschoben und muss sich darum erstmal keine Sorgen machen. Ne, ich weiß dann als Spielleiter, ja, ich spiele jetzt mit der Juli zusammen, die kennt sich in DSA super aus, dann im Zweifel kann die mir erklären, wie die Jagdregeln funktionieren oder so. Ne? Und dann, wenn es zur Jagd kommen sollte, dann gucke ich dich ganz intensiv an und dann kannst du mir sagen, was ich da würfeln muss. Wie handhabst du das, MLB Rico, wenn du dich als Meister auf ein Spiel vorbereitest? Sagst du da auch, ich muss jetzt alles wissen, alle Kompetenzen haben, oder ich kann die durchaus auch auf andere an meinem Tisch verteilen, weil ich zum Beispiel ein lebendes Wiki neben mir sitzen habe? Pardon. Also erstmal, meine Antwort wäre wahrscheinlich ähnlich ausgefallen wie die von Koalia. Ich hab ähnliche Erfahrungen gemacht und habe auch den ähnlichen Eindruck von sozusagen von der Geschichte des Rollenspiels oder Geschichte DSAs, dass die sozusagen die Kompetenzverteilung, wenn man so anfängt mit Rollenspiel, ungleicher ist, als wenn man jetzt mehr Erfahrung im Rollenspiel gesammelt hat. Ich bin aber dennoch der Meinung, dass es gut ist, wenn die Meisterin so ein gewisses Grundwissen von der Welt und von den Regeln mitbringt. Weil nach meiner Erfahrung es doch meistens so ist, dass der oder die Meisterin halt die Storyline so auch voranbringt und auch immer noch, selbst wenn man es versucht, so paritätisch zu verteilen, so die meiste Last des Welterschaffens, der Evozierung, Immersion und sowas, Atmosphäre schaffen, dann doch noch meistens mehr an dem Meister hängen bleibt. Und also ich könnte mir schwer vorstellen, eine DSA-Runde zu leiten, wenn ich jetzt nicht wüsste, wer die 12 Götter sind, ja, oder wenn ich nicht wüsste, was in einem... Wo liegt Gareth? Praios, genau, wo Gareth liegt, was in einem Praios-Tempel passiert, dann sind einfach, sagen wir so, oder anders formuliert, dann sind dem Meister dann auch
relativ enge Grenzen gesetzt. Also man kann natürlich auch absoluter Profi sein und so eine Welt erschaffen, ohne jegliche Fachtermini oder ohne Detailwissen. Aber dann geht so ein bisschen, oder geht da ein bisschen was an Wiedererkennungswert der Aventuriens verloren. Dann wird es halt irgendwie so ein bisschen beliebig. Ja? Dann könnte man eben auch D&D spielen, dann könnte man sich in x-beliebigen Welt irgendwie bewegen. Und ich weiß, wenn ich versuche mich dann jetzt in die Rolle eines Spielers zu versetzen, der irgendwie viel, viel mehr Ahnung hat von der Welt als der Meister, dann glaube ich, ich weiß nicht, dann wäre es irgendwie... Finde ich es irgendwie so ein bisschen komisch, wenn ich mich dann immer so einschalten müsste und aber ich habe es vielleicht noch nicht so richtig zu Ende gedacht, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass der Meister gewisses Vorwissen, die Meisterin gewisses Vorwissen von der Welt braucht. Oder sagen wir, dass es zumindest vorteilhaft ist, ja, wenn er das hätte. Wenn er das hat. Dem stimme ich auch zu. Irgendwie, ich glaube aber auch, es ist generell, wenn man sagt, wir spielen jetzt das Schwarze Auge oder wir spielen jetzt Cthulhu 20er Jahre Wien oder so, ne? Dann hat es immer den Vorteil, egal ob man SpielleiterIn oder SpielerIn ist, sich das Setting halt schon mal zu Gemüte zu führen, eine Karte anzugucken, mal ein bisschen irgendwie sich so ein schon bevor man losspielt, ein kleines Gefühl für die Welt irgendwie einzubringen. Das gilt halt nicht nur für die SpielleiterInnen. Genau, also das ist ein super Beispiel. Wir müssen gar nicht von Aventurien sprechen. Ja, also egal welche Welt oder in welche Zeit man sich hineinversetzen will, wenn man sagt, ich möchte, keine Ahnung, bleiben wir mal bei den 20er Jahren in Wien und ich habe mich aber noch nie mit der Geschichte Wiens in den 20er Jahren, was ich mit Klimt oder mit sonst wem auseinandergesetzt, wie eine Avantgarde oder keine Ahnung, dann sind dem Spiel halt enge Grenzen gesetzt, ja, dann bleibt auch irgendwo die Immersion so ein bisschen auf der Strecke oder es wird zumindest beliebig. Also so mit den Eigenheiten der Zeit oder der Welt sollte man sich, glaube ich, als SpielleiterIn zumindest so rudimentär mal auseinandergesetzt haben. Ich glaube, das kommt dem Spiel einfach zugute, ja, ohne dass man sich da zu viel Druck machen oder dass man sich da zu viel Druck machen sollte. Also du hast ja von Studium gesprochen, Juli. Also auf keinen Fall, ja, man darf sich, die Hürde darf nicht zu groß sein, man darf nicht davon ausgehen, dass man irgendwie eine Welt studieren muss oder ein Regelsystem. Man kann sich einfach auf das Abenteuer, was man spielen will, kann man sich konzentrieren und dann sich vorher überlegen, ja, was ist dafür wichtig, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel, was ich in Havena spiele, wäre es vielleicht gut, wenn ich ein bisschen was von Effortkirche weiß oder so, ja, oder von Seefahrt in Aventurien, sowas zum Beispiel, da muss man nicht wissen, was passiert im Bornland oder so. Ja, und man kann sich inspirieren lassen von bestimmten Sachen, ne? Also dafür gibt es in Aventurien halt ja auch sehr, sehr viele Quellenbände. Und wenn wir das Beispiel mal behalten, Havena, da gibt es einen explizit guten Band für Havena, mehrere Hefte sogar. Und einfach ein bisschen drin rumlesen und sich inspirieren lassen von dem, was da steht. Nicht mal, muss ja nicht mal was mit der Geschichte, die wir spielen, zu tun haben. Sondern, ein gutes Beispiel ist, glaube ich, eine vielleicht uns allen bekannte SpielleiterIn, das ist Yamera vom Nerdpol, die eine Wechselbaldrunde gemacht hat, so in der Hochzeit der Piraterie und sich dann auch so verschiedene Schiffsstrukturen angegoogelt hat, so wie sehen die Schiffe aus und wie sind die gebaut worden und sowas, ne? Und dann, sie hat das nicht studiert so, aber sie hat sich da so reingegraben und hat sich so inspirieren lassen von Informationen, die es halt zu dieser Zeit gab und die wir heute halt auch haben, ne? Und hat dann irgendwie so in ihrem Kopf halt dann dadurch diese Welt erschaffen, ne? Und genauso geht's halt, wenn ich den Havena Quellenband lese, dann als SpielerIn oder Meisterin, dann inspiriert mich, im besten Fall, wenn es ein gut geschriebenes Buch ist, dann inspiriert mich das. Und dann entsteht da schon in meinem Kopf eine Welt. Aber hier ist, glaube ich, auch der entscheidende Unterschied, denn
Als Spielleiterin muss ich das, glaube ich, machen. Mich so inspirieren lassen. Ich kann es auch sein lassen, aber dann wird es, wie MLB Rookie sagte, beliebig. Und dann greife ich zurück auf irgendwelches Fantasy-Wissen, was ich habe. Und als Spielerin kann ich auch die Ad-Hoc-Inspiration der Vorgaben des Spielleiters oder der Spielleiterin nutzen. Und mich dann so da reinfühlen. Kann mal so total unbedarft am Tisch sitzen. Was es natürlich für alle MitspielerInnen und den Spielleiter oder die Spielleiterin viel, viel schwerer macht. Also ihr könnt das machen, euch irgendwie einfach so an den Tisch setzen und oh, ich mach jetzt mal hier alles mit, so mit. Aber dann wird's halt echt schwer für die anderen. Ne? Weil die euch eventuell was voraus haben und eventuell halt ein bisschen Erwartungen mitbringen, die ihr dann nicht erfüllen könnt. Aber da muss man halt auch dann vorher drüber reden. Das ist sowieso immer eine gute Sache. Ja, als Gruppe reden ist sowieso ein gutes Stichwort. Aber wo wir bei der Vorbereitung sind, das bedeutet ja im Prinzip, wenn ich als Meister eine Runde oder als Meisterin eine Runde übernehme, bedeutet das Meistern an sich ja erstmal die Zeit ein bisschen zu investieren. Denn ohne geht's ja nicht. Bedeutet das auf der anderen Seite, dass indem ich diese Zeit da rein investiere, ich insgesamt die Welt und das Spielerlebnis etwas tiefer, mit mehr Hintergründen und intensiver dann erlebe? Also pro Meistern eigentlich in dem Moment. Ich glaube, anders wäre die richtige Antwort. Nicht intensiver oder nicht intensiver, das wage ich mir jetzt nicht anzumaßen, weil wie intensiv das für MitspielerInnen ist, keine Ahnung. Aber anders auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, dass es dem Spiel einfach, dass es dem gemeinsamen Spiel zugutekommt. Ja, ich sehe das gar nicht so als, als Arbeitsauftrag, den die Meisterin, der Meister vorher zu erledigen hat, ja, sondern ich sag mal, wenn man Interesse hat, so eine Rollenspielrunde zu leiten, dann, wie gesagt, dann sollte man eigentlich schon die Motivation mitbringen, gemeinsam sich in so eine Welt zu begeben. Dann ist es natürlich auch gut, wenn man ein bisschen was über diese Welt weiß. Und meine Spieler, die bereiten sich ja auch vor, ja. Die sollten, wenn sie einen Söldner spielen, sollten sie vielleicht bestenfalls auch so ein bisschen was vom Söldnerwesen, Aventurien wissen, ja. Oder wenn sie einen Rondra-Geweihte spielen, sollten sie wahrscheinlich ein bisschen was über die Rondra-Kirche oder den Rondra-Kult in Aventurien wissen, ja. Also jeder bereitet sich ja auf so eine Spielrunde vor. Bei dem Meister, ja, okay, er schaut halt sozusagen über den Horizont einer einzelnen Rolle, einer einzelnen Person hinaus. Aber zu dem Zweck, dass man ja halt gemeinsam einen netten Spielabend erlebt. Von daher glaube ich, sollte man das nicht so wirklich als Arbeitsauftrag, ja, oder als Last verstehen, sondern man sollte Spaß mitbringen, etwas über diese Welt zu erfahren und die sozusagen zum Leben zu erwecken am Spieltisch. Das bedeutet ja auch, du sagtest gerade eben, jeder Spieler bereitet sich ja auf die Runde vor. Hoffe ich. Bedeutet ja im Prinzip, wenn wir jetzt nicht von einer Anfängerrunde ausgehen, wo einer sagt, kommt, ich zeige euch das mal und ich führe euch ein Spiel heran, wo man mehr beim Einstieg ist, aber sagen wir mal in einer Gruppe, die schon ein bisschen länger spielt und vielleicht sich auch so ein bisschen in dem System auskennt, kann man ja durchaus dann die gleichen Anforderungen in der Gruppe an die Spieler verteilen, dass man sagt, nicht nur der Meister ist für alles verantwortlich, sondern der Spieler, der vielleicht die Immersion seines Charakters besser schaffen will, muss sich also intensiver damit auseinandersetzen. Und jeder kann sich ja sozusagen reinbringen. Ich hab mal einen schönen Satz gelesen. Rollenspiel ist die Erschaffung eines gemeinsamen Vorstellungsraumes. Aber dieser Vorstellungsraum kann ja nur gemeinsam entstehen, wenn ja alle dran beteiligt sind.
Sprich, es müssen ja alle Beteiligten Hintergrundwissen haben und sich ja auch darauf vorbereitet haben. Ich glaube, es gibt ja nicht das Rollenspiel, ne? Also ich glaube, man kann DSA und Rollenspiel auch auf verschiedene Arten spielen. Eine Runde mit meinen 5 Freundinnen zusammen am Tisch im Wohnzimmer oder im Keller oder keine Ahnung wo, wo wir alle ungefähr auf dem gleichen Wissensstand sind und wo sich halt jeder irgendwie reinarbeitet und sagen, wir wollen jetzt keine Ahnung, das Abenteuer in Arvena jetzt irgendwie bestreiten. Das läuft anders ab als ein Abenteuer auf einer Con, wo der Spielleiter genau weiß, da sind vielleicht 3 von den 5 Leuten, die das Spiel überhaupt nicht kennen, einer, der es ein bisschen kennt, einer, der ist total der Super-Nerd. Also das, ne, das sind andere Spielerlebnisse. Nicht besser oder schlechter, aber anders. Und auch da sind die Aufgaben vom Spielleiter oder der Spielleiterin und den Spielern oder Spielerinnen anders aufgeteilt. Also ich würde auch immer versuchen, die Spieler dazu zu animieren, mitzumachen. Und ich kann ja als Spielleiter nur sozusagen nach bestem Gewissen und Gewissen vorangehen, sozusagen. Ja, und wenn ich möchte, dass meine Spieler noch stärker irgendwie in ihre Rolle eindringen oder vielleicht bei ihrem Rollenspiel noch eine Schippe drauflegen, dann muss ich es halt irgendwie so ein bisschen vorleben. Ja, da muss ich halt extra viel, was weiß ich, Werf oder Gefühl in die Darstellung meiner NSCs einsetzen. Aber also generell bin ich grundsätzlich von der Überzeugung, also es gibt nichts Schlimmeres als so diese. Also ich habe es zumindest schon oft erlebt, ja, und deswegen will ich es nicht nochmal erleben, dass man da so als Spielleiter so den Alleinunterhalter mimt, ja, dass sich alle Spieler irgendwie zurücklehnen und sich dann so vom Spielleiter berieseln lassen. Weil dann wird es halt extrem aufwendig für den Spielleiter. Ja, dann hat man unendlich viel Arbeit an so einem Spielabend und auch bei der Vorbereitung. Also bleiben wir mal bei der Runde mit meinen Freunden, Freundinnen. Da würde ich schon vorher klar kommunizieren, dass ich keine Lust habe, alles irgendwie alleine zu beschreiben, ja, dass ich keine Lust habe, alleine hier für Stimmung und Atmosphäre zu sorgen. Also ich möchte dafür, ja, also das ist wirklich mal so mein Negativbeispiel oder so, das, wo ich am meisten vor Panik habe, ja, wenn ich da als Meister sitze und ich muss da den Puppenspieler machen, ja, und meine Spieler, die sitzen da mit verschränkten Armen und es passiert irgendwie nichts. Ja, Ich das glaube, da ist. gibt es auch eine eigene Berufsbezeichnung für Animateur, oder? Ja, Animateur, genau. Dompteur. Ja, es gibt ja die verschiedenen Spielertypen und irgendwie, es ist auch mal, also ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass ihr da draußen, wenn ihr das irgendwann mal ausprobiert, das Spielleiten, irgendwann mal am Tisch jemand habt, der total still ist und der eigentlich auch mit dem Ziel da ist, sich so eine Art, also nicht wirklich so berieseln zu lassen. Ich würde das gar nicht jetzt in eine schlechte Ecke stellen, weil es ist einfach so eine Art, Rollenspiel zu erfahren. Es gibt Leute, die das so brauchen, ne? Die man aber auch herausfordern kann. Und hier ist vielleicht dann auch wieder das bisschen mehr, was der Spielleiter halt hat. Ne? Der Spielleiter ist immer der Erste, der sowas dann ja auch mitbekommt, glaube ich. Und dann also so versuchen kann, solche Leute auch ein bisschen aus der Reserve zu locken. Irgendwie, ne? So was der MLB gerade sagte, irgendwie, wenn du dich nur berieseln lassen willst, dann guck einen Film oder lies ein Buch. Aber dann. Warum, dann braucht man kein Spiel hier miteinander, ne? Das ist genauso, als wenn hier Mensch ärger dich nicht miteinander spielen und der eine sagt irgendwie, ja, ist mir ganz egal, wenn ich eine 6 würfe, ich will gar nicht aus meinem Häuschen raus. Ich will ne? Also macht ihr mal, ich guckt euch dazu, wie ihr euch da gegenseitig rausschmeißt. Ne? Also es ist, ja, so ein bisschen Eigeninitiative braucht man. Aber ich kenne das zum Beispiel von meiner Frau. Meine Frau ist so eine Spielerin, die halt sehr, sehr ruhig ist am Tisch und eigentlich sehr wenig tut aktiv, die man immer ein bisschen locken muss.
Aber das kommt halt irgendwie auch so daher, dass sie in ihrem Alltag super viel reden muss und kommunizieren muss und die genießt das richtig, sich mal zurückzunehmen und mal die anderen zu beobachten, wie die das machen. Und dann, wenn man sie aber anspielt, dann kommt auch ganz, ganz viel zurück. Und das ist aber dann das, da ist die Gefahr so drin, dass man die Stillen am Tisch halt alle in eine Schublade packt und sagt so, ah, die sind jetzt alle nicht alle so gut für das Rollenspiel. Das stimmt eigentlich meistens gar nicht. Man muss halt nur anders anspielen. Und das ist der Spielleiter tatsächlich der Erste, der das mitmachen kann oder mitbekommt und das macht. Aber das könnt ihr als MitspielerInnen halt auch, ne? Wenn ich mit MLB und der Juli jetzt hier am Tisch sitze und ich bin total ruhig und Juli spielleitet und MLB-Rookie kriegt das mit, da der Quali ist heute so ruhig. Was ist mit dem los? Dann spiele ich den doch mal an mit meinem Charakter, ne? Dann gucken wir mal, wo das Ganze hinführt. Also andere Charaktere in Gespräche verwickeln, auf Eigenheiten ansprechen, mit denen gemeinsame Aktionen durchführen, ne? So wie man das halt bei einem Typ in der Clique, in der Realität halt auch machen würde, wenn er so ein introvertierter, ich traue mich nicht, nimmt den an die Hand, ne? Seid freundlich zu ihm, macht was mit denen und dann kommen die meistens auch. Das war gerade bestes Beispiel für Verantwortung, ja, für den gemeinsamen Spielabend zu übernehmen. Ja. Wenn die Mitspieler merken, einer partizipiert nicht so richtig, aus welchen Gründen auch immer, oder den müssen wir so ein bisschen aus der Reserve locken, ja, dann nicht zurücklehnen und den Meister das irgendwie machen lassen, sondern Verantwortung übernehmen für den gemeinsamen Spielabend und eben anspielen. Ja. Einen wichtigen Punkt, also ich will nicht vorweggreifen auf eine Frage, die vielleicht noch kommt, aber mein bester Tipp, also das, was ich auf jeden Fall in der heutigen Folge zur Sprache bringen wollte, ist unbedingt, dass alle Spieler unbedingt mal ausprobieren sollten, selber zu meistern. Ja, aber das löst so viele, also potenzielle Probleme, ja, die wir jetzt hier angesprochen haben. Also wenn alle Spieler wissen, ja, was es bedeutet, zu meistern und so ein Spielabend, ja, für die Gestaltung seines Spielabends, sag ich jetzt mal, eine größere Verantwortung vielleicht zu haben als andere am Tisch, dann ist es so viel einfacher, eine tolle Spielrunde irgendwie auf die Beine zu stellen. Dann weiß jeder Spieler, was es bedarf, ja, was nötig ist, um einen tollen Spielabend zu haben. Dann hat man sozusagen mal, ist man mal in die andere Rolle reingeschlüpft. Und also da habe ich nur positive Erfahrungen mitgemacht. Also es kann halt, kann einen Spieler, der vielleicht nicht so viel Erfahrung hat, total transformieren. Ja, sobald er einmal die Verantwortung hatte, selber ein Spiel zu leiten, dann wird man wahrscheinlich beim nächsten Mal einen ganz anderen Spielercharakter erleben. Hoffe ich zumindest. Deutet also Perspektivenwechsel nicht nur im Rollenspiel selbst mit meinem Charakter, sondern auch als Spieler oder eben Meister. Wo ich dann noch den Tipp erweitern würde, wäre, dass auch jeder Meister mal spielen sollte. Denn oftmals sieht man oder entwickeln sich, so wie es verschiedene Spielertypen gibt, gibt es ja auch verschiedene Meistertypen. Typen, den Gegenspieler, den Mitspieler, der im Verborgenen geheimnisvoll handelt, der offen alles laufen lässt. Das heißt, wenn ich einen Teil der Verantwortung für den ganzen Abend an meine Mitspieler und Spielerinnen übergebe, ist vielleicht dann der Druck auch nicht so groß beim Meister. Oder bei der Meisterin. Gleichzeitig ist aber sicherlich eine Beobachtung und das wahrscheinlich sogar von jedem aus der Gruppe während des Spiels ja von Vorteil. Also eine gewisse Aufmerksamkeit und Beobachtung, was passiert. Oder? Definitiv, ja. Falls ihr da draußen übrigens mal sucht, irgendwie nach diesen verschiedenen Rollenbildern, die sind so ein bisschen, also sehr rudimentär, aber zumindest ein bisschen beschrieben, auch in einem DSA-Ergänzungsband in der Aventurischen Meisterschaft.
Wenn euch das interessiert, dann könnt ihr da mal durchblättern. Dann kriegt ihr so einen kleinen Eindruck davon, so mit wem ihr es am Tisch irgendwie zu tun haben könntet. Ja. Aber ich würd irgendwie von diesen Rollenbildern, würde, glaube ich, jetzt auch ein bisschen den Rahmen sprengen, wenn man die jetzt irgendwie hier nochmal, da können wir vielleicht mal eine eigene Session irgendwie machen, wobei ich die eigentlich mal ein bisschen stumpf finde, weil ich mag dieses in Schubladen stecken nicht so gerne. Sehr schematisch. Aber was mir halt einfällt noch zu, wir sind jetzt auch schon wieder so auf der Schiene, ja, die Spielleitung, die Meisterin, hat so viel mehr zu tun. Ne? Und wir haben eben auch schon wieder Meister und Spielen, ne, irgendwie gegeneinander gesetzt und so. Ich würde da mal jetzt ein bisschen positiver formulieren und mal ein bisschen Werbung machen für das Spielleiten oder für das Meistern und sagen, du hast als Spielerin nicht unbedingt die Chancen, die du hast, wenn du es meisterst, deine eigene Fantasie, deine Fantasiegeschichte zu starten und zu gucken, was draus wird. Und du bist nicht beschränkt auf einen Charakter. Du musst nicht den Krieger spielen. Du kannst den Krieger und den Barden und den Bettler und den Knappen und den Magier und alles. Du kannst alles gleichzeitig sein. Und du kannst SpielerInnen, MitspielerInnen beobachten bei Problemlösungen. Du kannst natürlich in Absprache, das ist immer ganz, ganz wichtig, kannst ganz interessante Problemstellungen geben. Kannst, das ist, ich liebe ja dieses Was-wäre-wenn-Ding. Ne? Was wäre, wenn der Kaiser aus dem Mittelreich auf einmal verschwindet? Was passiert dann? Ne? Gut, ist es passiert, aber pst, ne? Geheim. Aber was passiert dann? So, und die Gruppe halt mit Sachen konfrontieren und dann wirklich miterleben, wie das einzelne Charaktere lösen, diese Probleme. Und das hast du als Spielerin nicht, dieses, also du hast es eingeschränkt. Du kannst natürlich eine Problemstellung aufbringen, das dann verbunden ist mit deinem eigenen Charakter. Aber du hast nicht diese Freiheiten, die der Spielleiter oder die Spielleiterin hat, um die Gruppe in bestimmte Situationen hineinzubringen und sich dann zurückzulehnen auch und zu sagen, so, wie lösen wir das denn jetzt? Oder wie löst ihr das denn jetzt? So, das ist dann so ein bisschen so, ein Teil des Evil-Gegenspieler-Spielmeisters, ne? Der sich dann zurücklegt und sagt, jetzt löst das blöde Rätsel mal. So ist das aber gar nicht gemeint, sondern es ist eher eine Art Satisfaktion, die man bekommen kann, dadurch, dass man Leute beobachtet, wie sie Problemstellungen oder bestimmte Situationen lösen. Und das hast du als Spielerin nicht, diese Chance. Also zumindest nicht in diesem Ausmaß. Ein positiver Aspekt des Leitens, Spielleitens, Meisterns, du kannst ja deine eigene, kannst ja die Story, ja, auf die du Lust hast, ja, oder den Plot, wie auch immer, das Abenteuer, das dir gefällt, eben anleiten. Ja? Du kannst, wenn du Bock hast auf eine Detektivstory oder auf die Herausforderungen einer längeren Überlandreise oder einer großen Seefahrt oder was auch immer, ja? Ob du Lust hast auf Intrigen am Hof oder auf ganz alltägliche Probleme in irgendeinem Kaff im Nirgendwo, kannst halt die Handlungen sozusagen umsetzen, auf die du Lust hast. Wenn du irgendwie satt hast, dass der Meister immer, keine Ahnung, nur hohe Politik anschneidet, ja, nur Herzöge und Grafen irgendwie vorkommen, dann weiß nicht, dann frag an oder biete an, dich das nächste Mal selbst auf den Stuhl zu setzen, ja, und biete mal Kontrastprogramm, ja, mach das, worauf du Lust hast. Ich glaube, das ist auch ganz, also für mich eine schöne Vorstellung einer gemeinsamen Spielrunde, ja, dass man da auch verschiedene Abenteuer erleben kann, ja, dass jeder so seine Vorlieben hat, dass da Abwechslung gibt, dass kontrastreich wird. Das finde ich eigentlich eine ganz, ganz sympathische
ja, so sympathisches Programm, ja, für so eine feste Spielrunde. Das bedeutet im Prinzip am Ende als Meister habe ich die absolute Freiheit, der Gegenspieler gerade zu sein oder der Mitspieler zu sein. Jemand, der die Gruppe unterstützt oder nicht. Ich kann mir ja das Setting aussuchen. Und um mal so ein bisschen in Richtung Aventurien und DSA zu kommen, ich kann es mir also aussuchen, wo ich spiele. Und da, wo ich mich wohlfühle, da kann ich wahrscheinlich auch ein bisschen schneller ins Meistern kommen, richtig? Ja, das ist generell immer ein guter Einstiegspunkt, ne? Also nehmt das, wo ihr euch wohlfühlt. Nehmt euch vielleicht für den Anfang nicht mal so eine große Gegend, sondern irgendwas Kleines, ne, was schön absteckbar ist, zur Hand. Und dann, ja, wenn ihr euch da selber wohlfühlt, dann wird man euch das anmerken und dann wird man dem Spiel anmerken. Da fällt es euch auch einfacher, da Recherche zu betreiben oder Hintergrundwissen zu sammeln. Also gerade in Aventurien, glaube ich, ist das also ich weiß nicht, bei anderen Spielsystemen kommt das vielleicht nicht so stark zum Tragen wie bei DSA 5. Aber mit DSA Aventurien mit seiner langen Geschichte hat eben schon ja eine ziemlich reich ausgestaltete Hintergrundwelt. Ja, da gibt's also vom Metaplot gar nicht zu sprechen, ja, aber da gibt es Persönlichkeiten, die irgendwie, von denen jeder schon mal gehört hat, die seit, was weiß ich, 30 Jahren, wahrscheinlich schon länger, dabei sind, Regionen, über die wahrscheinlich schon meterweise geschrieben wurde. Da habe ich schon das Gefühl, dass die Herausforderungen da für den Spielleiter nochmal vielleicht höher sind als bei anderen Spielsystemen. Von daher glaube ich, dass es da gerade wichtig ist, dass man sich, also wenn man, ich glaube, wir sind ja gerade bei dem Aspekt, ja, ich leite jetzt zum ersten Mal eine Runde, ist da, glaube ich, gut, wenn man sich was aussucht, was überschaubar ist, ja, wo man, wie der Koali gerade gesagt hat, wo man Grenzen abstecken kann, ja, wo es jetzt vielleicht nicht so wichtig ist, wer gerade, was weiß ich, Hofmagier irgendwo ist, ja, oder wer der nächste Graf ist, ja, oder ob der Kaiser jetzt verschwunden ist oder nicht. Also wenn man jetzt in einem Dorf sitzt, keine Ahnung, im Bornland oder von mir aus auch im tiefen Süden oder wo auch immer oder im hohen Norden im Eis, dann ist es halt irrelevant. Also ich würde jetzt niemandem empfehlen, wenn er seine erste Spielrunde leitet, jetzt mit vielleicht mit Havena einzusteigen. Ja, auch, also da ist klar, die Spielhilfe ist sehr umfangreich, aber das kann ja auch wiederum Probleme aufwerfen. Ja, dann sind da 50 Orte beschrieben in der Spielhilfe, dann kann das halt auch überfordern. Würdest du die Spieler dann eher nach Gareth reinschmeißen, wo es gar keine Spielhilfe für gibt? Davor habe ich eh als Meister enormen Respekt. Also Havena ist für mich schon eine große Herausforderung, aber wenn ich jetzt an Gara denke, boah, ich hätte einen Horror, glaube ich, eine Spielrunde nach Gara zu führen, dann würde ich mir als Meister, aber vielleicht bin ich doch einfach viel zu, keine Ahnung, viel zu konservativ oder viel zu engstirnig. Ich hätte viel zu viel Respekt davor, Bestätigt. irgendwie in Gareth zu spielen. Wer würde mir einfach viel zu viel Stress machen als Meister? Bestätigt aber das, was wir ja gerade gesagt haben, ne? Spielt das, wo ihr euch wohlfühlt, ne? Und wenn MLB jetzt sagt irgendwie, ja, Gareth ist der Horror für mich, dann wird die Spielrunde von ihm wahrscheinlich relativ selten Gareth besuchen. Glaube, ich war noch Und nie. ihr Ich habt glaube, ich war noch als, nie in irgendeiner ne, Spielrunde in Gareth. aber wenn der MLB-Rookie jetzt irgendwie ein Spieler wäre bei mir, ne, und ich sage jetzt als Spielleiter irgendwie, ja, guck mal, ihr müsst jetzt nach Gareth. Dann kommst du als Spieler, der sich ja mit vorbereiten soll, ne, wie wir das ja gerade irgendwie gesagt haben, jetzt auch wieder ins Schwitzen. Oh, mein Verdammt, jetzt muss ich mir was über Gareth raus. Da fühle ich Ja, mich aber würde jetzt mich, unwohl. würd mich ehrlich gesagt, würde mich auch ins Spitzen bringen. Also wenn ich jetzt wüsste, ich spiele bald eine Runde in Gareth,
dann habe ich halt schon den Anspruch als, also ich persönlich, also ich rede jetzt nur von mir ganz persönlich, ja, ich hätte als, ich bin eben der Überzeugung, wie habe ich ja gerade schon kundgetan, ja, dass ich als Spieler auch Verantwortung für das Spiel habe, dann glaube ich, würde ich mir schon selbst so auferlegen, ja, für, dass ich mich so ein bisschen mit Gareth beschäftige, ja, damit ich auch weiß, was man, damit ich halt nicht alle Verantwortung dem Spielleiter übergebe, damit ich auch selber weiß, was kann mein Charakter in Gareth überhaupt so machen, ja, was gibt es da so für Stadtteile, wie. Das gehört halt für mich, ja, das gehört halt für mich auch dazu, wenn ich, wenn ich eine Spielrolle, ja, wenn ich mitspiele irgendwo, dass, dass ich mich auch so ein bisschen in dieses Setting reinfinde. Und da würde dann bei Gareth wahrscheinlich auch Also, ein bisschen Arbeit auf mich zukommen. bevor wir die Einsteiger jetzt ganz verlieren und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, so viel, entweder total viel Zeug zu lesen oder überhaupt nichts. Die Kunst ist es ja, dass es sich nachher so anfühlt, als wüsstet ihr genau, wovon ihr redet. Niemand am Tisch wird merken, wenn das nicht so ist, wie das ist, weil keiner kennt die Geschichte außer euch. Und ihr könnt Fehler machen ohne Ende und niemand wird euch das krumm nehmen oder ne, wird es merken. Okay, vielleicht wird es der ein oder andere merken, wenn auf einmal die Schwert- und Stab-Akademie zu Gareth, ne, wenn ihr in Phileason-Kampagne startet und Schwert und Stab ist zu der Zeit halt noch in Beilung und nicht in Gareth, ne? Das kann man vielleicht merken als Experte, aber who cares? In eurem Aventurien ist das Ding halt schon immer in Gareth gewesen. Fertig. So. Und dann stutzt vielleicht das DSA-Lexikon kurz und sagt aber, und guckst dann einmal ganz kurz, bei mir ist das so, und dann ist es das, weil das hat dann keine Relevanz für eure Story in dem Moment. Und wenn es Relevanz hätte, wüsstet ihr das nämlich. Weil ihr es vorher nachgeguckt habt. Ne? Also beschränkt euch auf das, was ihr irgendwie habt, was ihr wisst, und geht damit offen um. Und was ihr nicht wisst, das spielt so an, als ob ihr es wüsstet. Und seid euch nicht zu schade drum, das Aventurien zu ändern. Ne? Wenn bei euch 1037 nach Bosporans Fall noch niemand was vom Borberat gehört hat, dann ist das bei euch halt so. Ne? Ist auch die Frage der Story. Können die Charaktere das überhaupt wissen? Ob der Spieler das weiß, spielt vielleicht ja überhaupt keine Rolle für den Charakter, wenn er das gar nicht weiß. Und ich habe mal was Schönes gehört. Als Meister oder Meisterin nimmst du die DSA-Welt, du nimmst Aventurien und erschaffst eine Parallelwelt. Und in dieser Welt, wenn du da mit der Gruppe zumindest einig bist, nehmen jetzt mal die, die vielleicht ganz genau simulationistisch alles so genau geschichtlich abspielen wollen, die Flufflexika oder so, nehme ich jetzt mal außen vor. Erschafft man ja die Welt gemeinsam. Und wenn sich da etwas anders entwickelt als bei jemand anderem oder wo man es vielleicht schon mal in einem Buch gesehen oder gelesen hatte, dann ist es so. Es ist in einer Parallelwelt. Ja. Finde ich so als Gedankengang immer ganz nett, wenn nicht alles, ja, sage ich mal, so läuft, wie es vielleicht in irgendeinem offiziellen Buch mal veröffentlicht worden ist. Das gilt übrigens auch für SpielerInnen, ne? Wenn ihr eure Charaktere erschafft und ihr sagt, ich spiele jetzt die Schwertgesellin aus XYZ und ich weiß aber jetzt überhaupt nicht, wie das, ob dieses Dorf, aus der ich da jetzt komme, ob da überhaupt eine Schwertgesellin wo die das da gelernt haben könnte, dann erschafft es da einfach hin. So, und wenn da in dem Dorf halt im offiziellen Fluff kein Schwertgesellinnen Schule ist, dann ist da ab sofort eine, weil ihr die halt in eurem Aventurien erschafft. Ne? Meister, Meisterin in Aventurien. Man hat ja auf der einen Seite den Fluff, über den wir ja schon viel gerade gesprochen haben, das große Wissen, die vielen Regionalspielhilfen, die große lange Geschichte, die Welt, die bis ins Detail geregelt ist. Und auf der anderen Seite hat man den Crunch, der inzwischen in DSA 5 auch so angewachsen ist. Ich glaube, für die ganze Geschichte von Aventurien.
Ist es insgesamt schwieriger, in DSA oder die Aventurien zu meistern, als wenn man andere Systeme nimmt? Kommt wieder drauf an, was ich für einen Anspruch an mich selber als SpielleiterInnen habe. Ne? Also, da habe ich am Anfang ja schon mal gesagt. Also, wenn ihr selber den Anspruch habt, ich möchte hier das Regellexikon sein, ich möchte alles hundertprozentig wissen, wie das im Crunch funktioniert, dann solltet ihr das auch können, wenn das euer Anspruch ist. So. Und wenn ihr sagt, irgendwie, ja, Crunch ist ja hin und wieder hier und da mal ganz gut, aber interessiert mich jetzt nicht so sonderlich, dann halt auch eben nicht. Ne? Der Regelanteil ist immer so stark, wie man sich das selber macht, wie es einem selber Spaß macht. Und ich bleibe ja auch dabei, als DSA 5 gerade neu war und nur das Grundregelwerk hatte. Da fehlten super viele Sachen. Klar, für den DSA 4-Spieler, ne, oder die es davor hatten, fehlten super viele Sachen. Aber wenn man nur das Grundregelwerk nimmt, dieses eine dicke Heftchen, und selbst da sind Optionalregeln drin, ne? Also, die Grundmechanik vom DSA 5 ist nicht schwer. Und ist auch relativ selbsterklärend und eingängig. Was es kompliziert macht, ist halt der Moloch, der da rauswächst. Der bis heute aber als optional weiterhin, sage ich mal, verkauft wird. Also Also ich glaube, ich würde es mal so ausdrücken. Also man sollte, ich bleibe mal bei dem Ratschlag, man sollte sich nur so viel Fluff oder DSA Lore hernehmen, wie man jetzt braucht, ja, oder wie man meint, für seine Spielrunde irgendwie notwendig ist, ja, ohne dass man sich dadurch überfordert fühlt. Aber ich glaube, dass sich dieser Überforderungseffekt halt bei DSA relativ oder bei Aventurien leicht einstellen kann, weil die Angebote halt so umfangreich sind, ja, also klar, wenn du jetzt in Torvald spielen willst, ja, du kannst überall spielen, ja, du brauchst nichts dafür. Also, klar, du kannst auch DSA-Aventuren spielen, ohne jegliches Regelwerk. Ja. Du kannst auch ohne DSA 5 Regeln Aventurien spielen, ja. Du kannst auch andere Regeln da spielen. Aber die Angebote sind halt so groß, ja. Also Regionalspielhilfe nach DSA 5, nach DSA 4. Ein eigenes Werk zur Seefahrt des Schwarzen Auges, wahrscheinlich schon in der Geschichte von dem Schwarzen Auge, wahrscheinlich drei Regionalbeschreibungen zu Torvald oder sowas. Ein ganzes, was weiß ich, vielleicht Kartenmaterial würde einen großen Raum füllen und so weiter und so fort. Und dann hängt es eben von den Ansprüchen ab, die der hier Koali gerade hat, schon angesprochen hat, ja, wenn man. Sagen wir mal, für so eine Person wie mich, ja, die sich gerne halt in so ein Setting reinliest, kann sich eben schon schnell das Gefühl einstellen, dass da eine Menge Material ist, was es, sagen wir mal, potenziell zu sichten gibt, ja. Und dann ist eben die Frage, wie man sich davon annehmen will. Vielleicht Von daher sollte man vielleicht formulieren, ist vermutlich nicht schwerer, in Aventurien zu leiten als oder nach DSA, in DSA zu leiten als andere Systeme. Aber es gibt schon sehr viele Angebote und ich glaube, das Potenzial ist groß, dass man sich vielleicht da stärker überfordert fühlt als bei anderen Systemen. Wo du es gerade ansprichst, fällt mir das gerade auf. Das hatten wir auch schon mal in einer anderen Folge angesprochen, ganz kurz, dass Aventurien ja immer einen Anknüpfungspunkt zur realen Welt bietet. Also es gibt immer irgendwelche, eine Märchenerzählung oder irgendwas Historisches oder so. Alles, was es nicht, es stimmt alles nicht ganz, aber zum Beispiel, wenn man irgendwie sagt, Zyklopeninseln, Griechenland, ne, irgendwie so. Oder so Renaissance-Leute im Horasreich oder ne, die typischen Wikinger-Barbaren in Torvald. Ne? Man hat immer,
man bekommt relativ schnell so ein Feeling für eine Region. Also wenn man sich da ein bisschen mit befassen möchte. Also ich zum Beispiel, ich spiele ja gerade in der Ostrabenmark eine Kampagne, eine Region, in der ich noch nie vorher irgendwie was mit zu tun hatte. Und mir ist das am Anfang auch schwer gefallen, so wo jetzt muss ich irgendwie 1000 Bücher wälzen, weil irgendwie die Informationen nicht geballt an einer Stelle sind, so. Aber wenn man so ein paar Informationen aus der einen oder anderen Ecke, die reichen schon, damit man so ein ganz grobes Bild und so ein Feeling für die Region bekommt. Und wenn es dann nicht stimmt, hundertprozentig, so wie sich das der Regelschreiber gedacht hat, dann ist es halt immer noch euer Feeling und euer Setting. Und wenn ihr irgendwie sagt, ich möchte dem und dem Touch geben, dann die Wikinger Torvala bei mir tragen halt keine Flügelhelme, dann ist es halt so. Ja. Anderes Beispiel, um das ein bisschen verdeutlichen, was ich meine was wir meinen damit. Also ich habe gar kein Problem, mich hier zu outen. Ich schilde das jetzt wieder aus meiner Perspektive. Ja. Also angenommen, ich würde jetzt eine Heldengruppe nach Torvald führen, also Stadt Torvald führen wollen. Ja. Dann habe ich einfach, also ich bin der Überzeugung, dass es das Spiel bereichern würde, wenn ich mich jetzt da einigermaßen gut auskenne. Ja. Und dann würde ich mich zum Beispiel, das wäre jetzt vermutlich mein Vorgehen, ja, ich würde jetzt so ein bisschen was zu Torvald lesen. Und dann ist dann halt die Frage, wie tief man halt eindringen will. Ja, möchte ich jetzt noch was über die Magierschule in Torvald, ich weiß gar nicht, gibt es gar nicht eine in Torvald oder in Oldport, möchte ich was darüber herausfinden oder nicht? Dann besteht halt bei mir persönlich jetzt, ja, aufgrund meiner Disposition als Meister oder meiner Vorlieben ist die Gefahr halt groß, dass ich mich dann auch noch Wissen anlese zu den Gjalskern im Hochland oder zu der Magie der Torvaler und zum Swafnir-Kult und so wie was auch immer. Halt, ja. Ne? Also musst du halt irgendwie gucken, dass du raufkriegst, wie tickt jemand, der in dieser Stadt lebt. Und wie, ne, du brauchst ein Feeling, was, also jeder, wenn er irgendeine fremde Stadt betritt von uns, hat das ja schon mal erlebt, ne, man steigt aus der U-Bahn aus oder aus dem Zug oder aus dem Flugzeug, keine Ahnung, und hat dann so ein Feeling für die Stadt, ne, irgendwie so, wenn er das erste Mal nach Rom oder Paris oder so kommt, ne, oder nach Berlin oder so, ihr steigt irgendwo aus und habt dann, man die Stadt riecht, schmeckt, sieht aus und klingt besonders. Und genau das steht in Aventurien auch. Und da kann man Feeling erzeugen, auch wenn man das nicht irgendwo in einem Buch niedergeschrieben steht. In Torvald riecht es nach Fisch, so. Ja. Vielleicht aber auch nicht. Ne? Irgendwie, solange ihr das irgendwie vernünftig erklären könnt und solange ihr den SpielerInnen irgendwie das so vermitteln könnt, die werden drauf einsteigen. Ne? Also ich wollt nur illustrieren, ja, was ich damit meinte mit der Gefahr der Überforderung, die besteht. Ja, es ist also so ein großes Universum, in dem man sich halt leicht verlieren kann. Klar, wenn man jetzt, wenn man mit dem Anspruch reingeht, ich will da auch gar nichts mit zu tun haben. Ja, ich habe gar keine Lust, mich mit der Regionalspielhilfe der Neuen für Torvald zu auseinanderzusetzen. Und who cares, ja, was die da zaubern oder was da für Magierschulen gibt. Dann finde ich das sehr beneidenswert. Ich gehe solchen Dingen dann eher auf den Leim und bin wahrscheinlich derjenige, der sich da viel zu tief irgendwie reinwühlt. Aber das ist dann auch wichtig zu wissen, ne? Also wenn ich jetzt dann mit MLB Rookie zusammenspielen würde, dann müssen wir das vorher so kommunizieren. Und wenn MLB Rookie hat dann so den Anspruch, der geht halt mit dem Anspruch daran, wenn wir jetzt ein Torwart spielen, dann will ich halt auch, dass das und das und das, was ich schon über die Stadt weiß oder so, ne? Also er sagt dann, ich bereite mich vor, ich lese dann bestimmte Sachen und du würdest dann wahrscheinlich auch sagen, ich erwarte das dann auch, dass der Spielleiter das auch macht und dann halt bestimmte Sachen halt auch weiß, ne? Nee, das gar nicht. Das würde ich niemals sagen. Also wenn ich nicht der Spielleiter bin, also ich würde niemals meine eigenen Vorlieben oder
Eben dann hier auch Schwächen ja, irgendwie auf den Spielleiter projizieren. Aber Also hier wird. bist du dann enttäuscht, wenn du dich als Spieler Nee. vorbereitet hast und so und sagst irgendwie, jetzt habe ich hier was über den Travia-Kult in Torvald gelesen und jetzt betrete ich den Travia-Tempel und der Spielleiter fängt schon ins Schwitzen. Oh Gott, Travia, Gott, Nee, was war das überhaupt nicht. nochmal? Welche Gottheit war das nochmal? Nee, überhaupt nicht. Sind wirklich meine eigenen, ganz eigenen Ansprüche. Ich habe jetzt, bin jetzt nur von mir als Spielleiter ausgegangen, dass ich halt wahrscheinlich schnell in diese von uns beschriebene Falle reintappe, ja, oder was heißt Falle? Schnell diesen Überforderungspotenzial irgendwie erliege. Aber ich würde niemals, wenn ich jetzt, was ich bei irgendwem anders mitspiele, das irgendwie auf den Spielleiter projizieren. Also bloß nicht. Also ich Das würde. ist übrigens eine super Situation, wenn ich das einmal gerade jetzt nochmal benutzen darf, kommt mir jetzt gerade so in den Kopf, ne? Also ihr als SpielerIn beobachtet euren SpielleiterInnen auch mal intensiv, wie die reagieren, wenn ihr irgendwo, ich gehe jetzt dahin, sagt oder so, ne? Also wenn man die Situation sagt, irgendwie Spielleiter kennt sich kaum aus mit den 12, also grob mit den 12 Göttern, kennt aber den Travia-Kult in Torvald nicht und ich bin in Torvald und ich gehe jetzt in den Travia-Tempel und du siehst schon, die Schweißperlen brechen aus. Juli als Spielerin. oh Gott, ich weiß überhaupt nichts, wie das da irgendwie funktioniert. Und ich habe mich aber vorbereitet und kenne mich da halt auch. Mein Charakter hat vielleicht auch irgendwie was mit dem Travia-Kult zu tun. Dann übernehmt ihr an der Stelle halt die Erzählung. Ne? Ihr Genau, ja. beschreibt halt, ich gehe in den Travia und ich sehe da das und das und das und das. Und dann hat der Spielleiter oder die Spielleiterin immer noch einen Anknüpfpunkt, kann sagen, okay, den Hochgeweihten oder die Hochgeweihte, die hole ich mir jetzt raus und ich gestalte die nach meinen Fasson. So helft ihr der gesamten Gruppe und helft ihr eurer Spielleitung ungemein. Ne, und die werden euch das doch auch danken. Ja, super Beispiel wieder Warte. fürs. Pardon. Ja, Super das wäre der Beispiel Punkt fürs. gewesen. Bitte. Okay, das wäre der Punkt, wo ich gesagt hätte, wo ich so ein bisschen für die Spielleiter und Leiterinnen in die Bresche springen muss, wo ich sage, naja, stellt nicht zu hohe Ansprüche an euch selbst, denn da läuft man tatsächlich im Meistern selbst der Gefahr, irgendwann den berühmten Meister, Meisterin Burnout zu erleiden. Weil man immer mehr vorbereitet, immer mehr, naja, Hintergrundwissen drumherum sich anpackt, vielleicht auch noch irgendwo so viel Möglichkeiten allen Spielern plötzlich bieten möchte und so hohe Ansprüche an sich selbst stellt, dass es irgendwann in Arbeit ausartet und man plötzlich merkt, dass man den Spaß dran verloren hat. Von daher, ich glaube, man sollte nicht zu hohe Ansprüche stellen, um den Spaß nicht am Meistern zu verlieren und gleichzeitig aber allen anderen auch am Tisch mitteilen, helft und unterstützt in dem Moment. Ich weiß eben nichts über das Rattenfangen oder ähnliches. Derjenige, der das gerne ausspielen möchte, übernimmt dann eben die Rolle der Erzählung und dann wissen alle plötzlich darüber Bescheid. Das ist eine wunderschöne Lösung, ohne dass man sagt, ja, der Meister muss es jetzt aber erstmal nachlesen oder die Meisterin. Ja, prima. Ja, da wäre ich auch, wir müssen auch so ein bisschen langsam auf die Zeit achten. Ich habe hier noch, ich glaube, da machen wir mal irgendwann mal eine ganz eigene Folge zu. Das schöne Stichwort Rollenspieltheorie, wobei ich jetzt Theorie mal ein wenig missbrauche, denn wissenschaftlich belegt ist es ja nicht. Es gibt viele Essays, es gibt viele Sch Bücher, Veröffentlichungen dazu. Und das hängt ja auch immer von der Gruppe ab, wie spiele ich. Aber das Schubladen, du hattest es vorhin angesprochen, das Schubladendenken habe ich auch nicht gerne. Aber ich persönlich habe ganz gerne ein gewisses Wissen drumherum, um die Schubladen entsprechend mischen zu können. Und als Meister stehe ich oftmals, wenn ich jetzt nicht gerade ein Kaufabenteuer nehme, stehe ich ja oftmals oder als Meisterin stehe ich oftmals vor der Entscheidung, wie gestalte ich mein Spiel? Als die berühmte Sandbox, den Sandkasten, den ich den Kindern, sage ich mal, vorsetze und die sich dann austoben dürfen, oder
bin ich eher der Storyteller und übernehme das Plotting und im schlimmsten Fall, weil es für mich tatsächlich ein bisschen den negativen Touch hat, das Railroading. Das glaubt ihr, sollte man eine Mischung aus beidem betreiben oder sollte man für sich selber gucken, wo man sich als Spielleitung wohler fühlt? Ich glaube, das ist keine Entscheidung des Spielleiters oder der Spielleiterin allein. Wenn du eine Gruppe hast, die auf Railroading steht, dann spiele ich Railroading. Wenn ich eine Gruppe habe, die will eine Sandbox, dann mache ich eine Sandbox. So, und wenn ich aber sage, ich kann kein Railroading oder das ist mir zutiefst zuwider und dann treffe ich auf eine Gruppe, die Railroading haben will, dann sage ich, tut mir leid, dann können wir nicht miteinander spielen. Das ist ganz einfach, ne? Also ihr als SpielleiterIn habt genau das Gleiche, ne? Ihr sollt ja auch Spaß haben an dem, was da passiert, nicht nur eure MitspielerInnen. Ne? Also solche Sachen, was wollen wir gemeinsam spielen? Es ist genau dasselbe wie, wo wollen wir spielen oder welches Spielsystem wollen wir miteinander spielen. Das gehört mit dazu in die Abstimmung. Wenn ich meiner Gruppe, muss ich vorher sagen, das ist eine Sandbox. Weil wenn ich denen irgendwie sage, wir spielen Dungeons and Dragons, dann haben die meistens einen Dungeon Crawler im Kopf. Und dann, wenn ich aber eine Sandbox spielen, dann sind die überfordert, weil die wissen gar nicht, worauf ich hinaus will. Das heißt, so viel muss ich irgendwie vorher mit meiner Gruppe abklären. Also das ist zumindest meine Herangehensweise. Bin nicht so gut in Rollenspieltheorie, glaube ich. Also Railroading und Sandbox, damit kann ich dann schon was anfangen. Ich glaube, also wenn ich jetzt ein Abenteuer, also es ist sowieso ganz wichtig, sich mit seinen Spielern vorher zu unterhalten, was man möchte, worum man gemeinsam Spaß hat. Sandbox ist, glaube ich, wird unterschätzt, wie anspruchsvoll das ist. Also gemeinsam in der Sandbox zu spielen. Puh, also Sandbox lebt ja eigentlich davon, dass in diesem Sandkasten es eben ganz verschiedene Player gibt. Ganz wichtig sind die Konflikte zwischen den unterschiedlichen Interessenslagen dieser Fraktionen in der Sandbox, und die Helden geraten dann da so ein bisschen automatisch da rein, ja, und so ergeben sich dann quasi von alleine, sagen wir mal so, Abenteuer-Szenarien. Ja. Das, glaube ich, eben ja auch wiederum, da sind wir eigentlich wieder beim letzten Punkt, ja? wenn man in Aventurien wissen will, was gibt es da so für Player und was haben die so für Interessenslagen, dann sind wir wieder bei diesem Überforderungspotenzial, was es da gibt. Ja, also gerailroadet zu werden, kann ich auch nicht so wirklich leiden. Ich muss gestehen, ich habe mir aber auch noch nie beim Abenteuer vorher so wirklich Gedanken gemacht, wird das jetzt eine Sandbox oder wird das jetzt ein Railroad? Wie stark sind die Railroading-Elemente? Und Also ich sag mal so, aus meinen eigenen Nachlässigkeiten würde ich sagen, ist auf jeden Fall gut, wenn man sich als Meister da mal drüber Gedanken gemacht hat. Meine Erfahrung ist, es ist nicht verkehrt, beides zu kennen oder sich mal ein bisschen drumherum schlau gemacht zu haben. Ich glaube, mit der Zeit, wenn man Erfahrung gesammelt hat, wenn man, sage ich mal, ein Story-Abenteuer vorbereitet hat, man merkt aber, die Gruppe driftet in Sandboxing ab, kann ich zwei Sachen tun. Sie nicht lassen, was durchaus dann Unzufriedenheit entstehen lassen kann. Oder ich eröffne ihnen diese Möglichkeit des Sandbox, mische beides zusammen und wenn sie nicht zum Abenteuer kommen, lasse ich das Abenteuer zu den Spielern kommen. Mhm. Bedeutet,
Ich für mich mit mehr Erfahrung habe sogar, wenn ich dann eigene Abenteuer vorbereite, weniger Vorbereitung, als wenn ich ein Kaufabenteuer vorbereiten müsste. Denn ich habe meine Punkte, die vielleicht irgendwo geschehen müssten. Wo sie geschehen, wann sie geschehen, das kann ich flexibel halten. Ich kann auf die Spieler vielleicht sogar reagieren. Und was ich noch sehr schön finde, wenn man Sandbox immer mit reinmischt, das Abenteuer kann ich als Meister vielleicht noch nicht mal das Ende wissen. Denn das kann ich mit meinen Spielern erst entwickeln. Das Sandbox verstehst du jetzt so etwas wie freieres Rollenspiel, oder? Dass die Gruppe einfach mal machen lassen und dann irgendwann sich wieder einschalten. Ja, eine Sandbox wäre jetzt konkret, ich setze die Spieler in irgendeinen Bereich, einen Raum, in dem sie sich frei bewegen können, und setze denen jetzt nicht die Queste direkt vor die Nase, sondern sie erkunden den Raum. Und durch das Erkunden, durch vielleicht deren Ideen oder die Sachen, die sie tätigen, entstehen auch bei mir als Spielleitung, wenn ich mich flexibel halte und eben nicht nur vorgegeben an meine Story langhangeln will, entstehen vielleicht eigene Geschichtsstränge, die ich ja dann verplotte und wo ich dann sage, naja, gut, dann ist jetzt vielleicht die Person, die eigentlich die Story ausgemacht hatte, tot oder die Spieler sind gar nicht zu dem Brunnen gegangen, wo ich sie gerne gehabt hätte. Also mache ich das spontan woanders. Also das heißt, ich nehme die Story und setze sie in dieser Sandbox an den anderen Punkt. Ja, das erfordert natürlich ein bisschen Erfahrung zu dem Punkt auch zu, weil ein Anfängerin wird wahrscheinlich eher so dazu neigen, sich an etwas festzuhalten, was vorgegeben ist, was ja nicht schlecht ist, ne? Deswegen gibt es ja auch die Kaufabenteuer, damit man halt auch irgendwie was an der Hand hat, womit man arbeiten kann. Aber das, was du eben gesagt hast, Juli, fand ich auch irgendwie schön, das Outcome nicht zu wissen. Ne? Das ist ja auch ein bisschen mit der Reiz auch an der Spielleitung für mich. Nicht zu wissen, was die MitspielerInnen machen heute Abend. Ich kann mich gut vorbereiten, ich kann 1000 Regionalspielhilfen gelesen haben, ich kann alles wissen. Kein Plan des Spielleiters oder der Spielleiterin überlebt den ersten Kontakt mit der Gruppe. Das ist eine Weisheit, die ihr einfach mal so mitnehmen könnt. Das ist einfach so. Aber es ist auch das Schöne daran, weil eine tolle Sache, die man auch leider, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man sie im Internet noch sehen kann. Es gab mal eine Pathfinder, war es, glaube ich, Runde von Engai X, wer den noch kennt, uralt. Der hat so eine Art Dungeon Crawl gespielt und am Ende halt wollte er halt den bösen Kultisten haben, der sich selber umbringt und dann das Monster beschwört damit. Ne? Das war so sein Plot für den, also sein Plan für das Ende. Und dann kommen die Charaktere halt in den letzten Raum und der Kultist macht seine große Ansprache: Ihr könnt mich nicht aufhalten, der und der wird wiedererstehen, bla bla bla. Und cuttet sich halt selber irgendwie die Adern auf und blutet dann alles voll. Und ne, wenn ich sterbe, dann kommt der böse Dämon. Und eine meiner Mitspielerinnen hat dann, oder die eine Mitspielerin hat dann gesagt: So, nö, ich bin eine Heilungspriesterin, ich gehe hin und heile den jetzt. Dadurch ist aber jetzt natürlich das komplette Ende über, also der ganze Endkampf weggefallen. Aber die Szene war einfach so, also man sah ihm dann wirklich irgendwie an, so, Mist, ich wollte doch den großen Dämon jetzt haben als Endgegner. Aber, ne, lass das zu. Ne, also der unerfahrene Spielleiter oder die unerfahrene Spielleiterin würde wahrscheinlich sagen, so, nee, das geht nicht, du kannst den nicht heilen, weil dir fehlen zwei Mana-Punkte oder keine Ahnung was, ja. Oder war schon zu schwer verletzt. Der Dämon muss jetzt kommen. Nein, lass es ruhig zu, wenn die SpielerInnen, MitspielerInnen eine tolle Idee haben. Und das war ja an der Stelle einfach, waren alle überrascht, dass die so gehandelt hat. Ne? Das ist ja eine coole Idee. Und dazu noch charaktergetreu. Ne? Also lasst es zu und macht dann da eine schöne Szene draus. Ne? Ja, wo wir bei Theorie waren, das ist, glaube ich, aber auch so. Ich habe was Schönes gelesen, wo du vorhin Aventurische Meisterschaft
erwähnt hast, da ist ja ein ganzes Kapitel der Rollenspieltheorie gewidmet. Und es wird sehr stark und sehr theoretisch für mich, muss ich sagen, auf die Art zu spielen eingegangen. Ob man gemistisch oder simulationistisch spielt oder eben eher narrativ, also wo man so seine Schwerpunkte setzt. Und viele versuchen das ja zu trennen. Und ich fand es sehr schön ausgedruckt, dass man diese verschiedenen Arten zu spielen, ob als Meister, Meisterin, als Spieler, Spielerin nicht für sich betrachten sollte, sondern als einzelne Regler, die unterschiedlich laut oder in der Lautstärke Mischpult, ja, zum Tragen kommen, dass das Ganze nur ein Mischpult ist. Und wenn gerade der eine ein wenig stärker zum Tragen kommt, zum Nachteil vielleicht der Simulation oder naja, des Endplays oder des Endgames, die Queste eben anders gelöst wird, sollte man da eben das Positive draus sehen. Es setzt ja auch voraus, dass man diese ganzen Begrifflichkeiten kennt, ne? Also wenn ich jetzt MLB schon wieder ins Gesicht schaue, der guckt gerade so ein bisschen, kenne ich die ganzen Doch, Begriffe? Und kann ich, doch, also ist ein guter Begriff. klar kennst du, aber muss jetzt erstmal irgendwie so erstmal, was ist simulationistisch, wie ist das definiert und so. Das ist halt, wie du ja eben sagtest, Juli, ist halt trockene Theorie, ne? Und das wird auch nie eins zu eins auf eine Rollenspielrunde irgendwie passen. Da finde ich dieses Mixer-Bild schon sehr schön. Aber ich glaube, da könnt ihr mir beide zustimmen. Es schadet nicht. Und wenn man sich damit mal befasst hat und weiß halt auch, welche Spielertypen gibt es, welche Spielarten gibt es. Und dann für sich selber auch rauszufinden, wo verorte ich mich denn überhaupt? Was macht mir Spaß? Und über die Theorie schafft man dann es viel besser, irgendwie auch sich andere Bereiche zu erschließen, finde ich. Also es ist ja wie in jeder anderen Theorie und Wirklichkeitsform auch. Wenn ich mich in einer Gruppe bewege, gibt es auch tausend Theorien, wie sich Gruppen zusammensetzen und wie Gruppen miteinander gut Sachen hinbekommen. Aber es sind eben nur Theorien und nichts passt hundertprozentig auf die Situation, die ich gerade habe. Aber die Theorien helfen mir, um die Situation, in der ich stecke, halt analysieren zu können. Und zu wissen, was wollen meine SpielerInnen, was will ich. Und dem ein Bild oder eine Stimme verleihen zu können. Und das muss man nicht machen, aber es erleichtert es einem ungemein, wenn man das weiß. Ja, ich würde es auch als Tipp, vielleicht als Tipp mitgeben. Also ich fand es auch einigermaßen, also jetzt nicht super erhellend, aber einigermaßen erhellend, als ich mich das erste Mal mit sowas beschäftigt habe, hat auf jeden Fall das, ich würde mal schon sagen, dass sozusagen mein Spiel als Spielleiter bereichert Sehr hat. gut. Mein Rollenspiel, mein spielleiterisches Rollenspiel hat es schon bereichert. Von daher kann man das, glaube ich, schon so als Tipp aussprechen. Ist auch, also ich glaube, ist auch nicht super viel Arbeitsaufwand oder generell Aufwand, sich mit so mal rudimentär mal mit zu beschäftigen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt machen würde. Oder jemandem sozusagen aufgeben würde, bevor er seine erste Runde leitet. Er muss sich jetzt unbedingt mal mit Rollenspieltheorie Nee, auseinandergesetzt gar haben. nicht, nee. Das glaube ich nicht. Aber so, wenn man so ein bisschen Erfahrung gesammelt hat und dann vielleicht so das nächste Level oder so, ja, erreichen will, dann ist, glaube ich, kann's nochmal durchaus Impulse geben, wenn man sich zum Beispiel jetzt mal die entsprechenden DSA-Publikationen anschaut. Es gibt ja auch, glaube ich, noch aus DSA 4 gibt es ja auch noch mal so ein, gab es ja schon mal so ein Meisterschaft oder irgendwie sowas. Also ich Buch. finde es nicht schlecht, um sich selbst, also wenn es intuitiv funktioniert und ich zufrieden bin, dann muss ich mir, glaube ich, keine Gedanken weiter darüber machen. Aber ich finde es nicht schlecht, um es sich vielleicht bewusst zu machen, wo ich meine Stärken und meine Vorlieben drinne sehe, nur um es zu definieren, Und wo um ich es meine vielleicht Schwächen mit, habe, ja, das ist auch wichtig zu genau, und wissen, ja. um es mit anderen vielleicht auf einen gemeinsamen Nenner und einen gemeinsamen Punkt zu bringen. Ich glaube, dafür ist es nicht schlecht. Wo wir bei Tipps sind, damit wir auch mal ein bisschen Richtung Ende kommen. Wir sind eigentlich schon Richtung Ende. Tipps von euch als Meister an die Meister.
Kaufabenteuer versus Selbsterschaffene. Kann man nicht gegeneinander, es ist so, wie ihr das gerne mögt. Ich als fauler Mensch neige zu Kaufabenteuern und wandle die dann in das, was ich will, ab. Mittelding. Also die Mischung daraus. Also gerade an Anfänger würde ich auch den Tipp rausgeben, erstmal Kaufabenteuer zulegen, um sich auch erstmal überhaupt so ein bisschen zu vergegenwärtigen, ja, wie ist überhaupt wie kann so ein Abenteuer überhaupt ablaufen, ja, was sind so wichtige oder so kritische Punkte, die irgendwie drin sein müssen, ja, sich überhaupt mal so einen Überblick zu verschaffen, wie kann so eine Storyline aussehen, ja, was sind so wichtige Charaktere oder Nichtspielercharaktere, welche Rollen nehmen die ein? Also ich würde davon abraten, beim ersten Mal zu leiten, sich ein Abenteuer selbst auszudenken. Aber auf keinen Fall, aber es wird ja auch mittlerweile in jeder DSA-Publikation, Abenteuerpublikation darauf hingewiesen, auf keinen Fall, dass sich da irgendwie so dann festklammern, ja, das irgendwie als unumstößlich ansehen, was da drin steht, sondern das, was einem nicht passt, abändern. Ja, und das sozusagen als Guideline, also als Richtschnur begreifen, an der man sich so entlang hangeln kann, also als grobe Orientierung. Generell bin ich ja überzeugt, also ich persönlich nehme ja so viele Hilfestellungen mit, hat der Koali ja gerade schon gesagt, ja, wie möglich, also alles, was ich irgendwie unter die Finger bekommen kann, was mir irgendwie Arbeit abnimmt, also schon mal diesen Arbeitsbegriff, ja. Ja, oder mal Mühe abnimmt, nehme ich gerne in Kauf. Kurz und bündig. Buchtipps, konkrete Abenteuertipps für DSA an alle zukünftigen Meister oder die, die es vielleicht schon sind und sich ja noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen erweitern wollen. Buchtipps. Ich finde, aventurische Meisterschaft ist nicht schlecht, also wenn man sich da ein bisschen mit der Materie meistern befassen möchte. Abenteuertipp. Ich finde für Anfänger, glaube ich, einige der Heldenarchiv-Sachen, die sind kurz, knackig, relativ gut beschrieben. Man kann mittlerweile auch, in DSA 4 war es nicht immer so, aber in DSA 5 kann man auch dem Klappentext vertrauen. Wenn da draufsteht für Anfänger, dann ist das auch so. Und dann ist das auch so gut beschrieben. Ja. Klappentexte unterscheiden ja auch zwischen Anspruch an den Meister, Anspruch an den Spieler. Genau, das haben sie jetzt mittlerweile ziemlich gut raus, da auch, ja. Ich habe leider keinen richtig guten Buchtipp, weil ich einfach viel zu wenig auch in dieser Hinsicht gelesen habe. Also ich könnte jetzt auch nur die entsprechenden DSA-Meisterschaftswerke, wie gesagt, da gibt es eins in der fünften Edition, aber auch schon eins in der vierten Edition, der Name ist mir leider entfallen. Kann man, glaube ich, gut zur Hand nehmen, wenn man meistern möchte. Es gibt natürlich auch x vergleichbare Werke, ja, die dann gar nicht an irgendeine Spielwelt gebunden sind. Da könnte man sich wahrscheinlich, sollte man wahrscheinlich auch mal reinschauen. Ich habe aber viel zu wenig gelesen. Und Abenteuer, muss ich echt sagen, habe ich auch noch viel zu wenige geleitet, meiner eigenen Ansicht nach. Ich wüsste jetzt offen gestanden aus dem Kopf gar nicht eins, was mich so richtig super krass überzeugt hat, dass ich jetzt sagen würde, boah, das müsst ihr auf jeden Fall mal spielen. Von daher würde ich mich da zurückhalten, ehrlich gesagt. Also dann das Regelwerk noch natürlich auch noch, ne? Das ist obligatorisch, ne? Gut, also das Grundregelwerk und den Almanach, den kann ich sowieso jedem aventurischen Spieler und jedem DSA-Spieler nahelegen. Ansonsten wird mir Koali wahrscheinlich zustimmen, wer so ein bisschen von den, ja, ich würde zwar sagen, sehr reellen und simulationistischen Regeln des DSA abweichen will, den kann man tatsächlich aventurische Meisterschaften nahelegen, weil da sehr viele Alternativen, glaube ich, geboten werden mittlerweile. Als Meister
Täterin habe ich ein Buch mit Begeisterung gelesen und es hat mir sehr viel geholfen und auch Ängste genommen zu leiten, nämlich von den Handbüchern des Drachen Spielleiterwillkür. Das ist so mein Buchtipp, was sich jetzt nicht konkret für DSA, auf DSA bezieht, aber allgemein auf das Meistern. Ich fand einige Elemente sehr schön, sehr interessant beschrieben und sie nahmen mir die Angst vor dem Leiten. Ja, als Kaufabenteuer für den Einstieg wird ja hochgelobt, Offenbarung des Himmels. Ja, habe ich auch schon gespielt, das ist ganz gut gemacht, ja. Das ist, glaube ich, als Kaufabenteuer roundabout. Aber ansonsten, ich bin tatsächlich jemand, der mit einem Kaufabenteuer den Einstieg geschafft hat und im Kaufabenteuer in ein selbstgeschriebenes Abenteuer, in eine Kampagne reingerutscht ist, weil die Spieler das so bestimmt haben. Und dann war ich irgendwo, machte das auch einfach mehr, dieses selbstgeschriebene Abenteuer, mehr Spaß als das, was im Abenteuer eigentlich vorgegeben gewesen wäre. Ja, das kann auch passieren. Wobei ich zur Offenbarung des Himmels, wenn ihr noch total unbedarft seid in DSA, muss ich auch nochmal dazu sagen, sowohl SpielerInnen als auch ihr als SpielleiterInnen befasst euch mit den 12 beziehungsweise 13 Göttern, um das volle Potenzial aus diesem Abenteuer rauszukriegen. Weil wenn ihr davon keine Ahnung habt, dann ist das ein bisschen dröge. Handbücher des Drachen hätte ich jetzt auch noch, wäre mir auch noch eingefallen. Auch die Heldenwerk, hat ja Koali ja schon angesprochen, finde ich teilweise sehr nett gemacht, obwohl ich da, also die sind ja für kürzere Abenteuer oder vielleicht auch sogar als One-Shot oder Two-Shot eigentlich konzipiert, aber auch da habe ich oft das Gefühl gehabt, dass noch zu wenig Informationen oder sozusagen Handreichungen da drin waren, aber das ist wieder jetzt auch ganz persönliche Ansicht. Dann sind wir quasi schon am Ende angelangt. Ihr habt viel aus dem Nähkästchen geplaudert. Wir haben die Rolle des Meisters, der Meisterin ein bisschen mehr unter die Lupe genommen, mit welchen Anforderungen es sie gibt. Habt ihr noch so einen abschließenden Tipp an alle Meister, Meisterinnen da draußen? Ich fand das, was MLB Rookie eben irgendwann vor ein paar Minuten gesagt hat, das kann man, glaube ich, als Quintessenz dieses Podcasts heute mitnehmen. Jeder sollte mal gespielleitet haben. Und wenn ihr euch das nicht traut, springt einfach mal über den Schatten und macht es, auch wenn es nicht euer ist, aber damit ihr es mal gemacht habt. Das ist, glaube ich, man muss alles mal ausprobiert haben, bevor man sagen kann, will ich nicht. Hätte ich jetzt tatsächlich auch nochmal wiederholt, diesen Tipp. Als Spieler mal meistern, als Meister mal spielen und es wird ungemein, das Rollenspiel ungemein bereichern. Das ist meine Perspektive. Das ist doch ein wunderschöner abschließender Tipp, als Tipp zum Tipp. Wenn ihr euch nicht traut, wenn ihr überhaupt nicht wisst, wie mache ich das denn? Das ist für euch einfach ein Buch mit 7 Siegeln. Schaut euch ein paar tolle Streams an und klaut. Klaut einfach von den anderen Meistern, was die machen. Ich finde, nirgendwo ist das so gut und so gut geeignet. Und ich glaube auch von allen, die Rollenspiel im Internet betreiben und es der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, von allen Rollenspielern aus dem Nerdpool, sage ich mal, erlaubt und erwünscht zu sagen, wenn es dir gefallen hat, klau es. Nimm es für deine Runde und benutze es. Amen. Amen. Wunderbar, ja. Ich danke euch für die schöne Aufnahme. Wir haben ein bisschen die Zeit überzogen, aber ich hoffe, es hat allen da draußen trotzdem gefallen. MLB Rookie, danke dir, dass du da warst. Koali, auch dir, danke schön für deine Einsichten und die Tipps und euch beiden aus dem Nähkästchen plaudern und allen da draußen. Danke, Juli, fürs Moderieren. Danke sehr. Für das Meistern heute sozusagen. Eine Premiere für mich.
im heutigen Podcast oder in unserem Podcast, ja. Muss man mal gemacht haben. Ja, muss man mal gemacht haben. Daher, wir handhaben es ja genauso, was ihr als Tipp gegeben habt. Jeder darf mal moderieren, richtig? Gut, wir wünschen allen einen schönen Abend, schönen Tag oder schönen Morgen, wann auch immer ihr das gehört habt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.